Jo, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wir sind heute bei irgendwelchen Wasserfällen in Kroatien. Ich hoffe, ihr versteht mich. Es ist ein wenig laut hier mit der Musik und den Wasserfällen. Radpanne! Danke! Der Spot ist richtig geil eigentlich. Man sieht bloß nicht wirklich, wo man hinspringt im Wasser, weil das Wasser so komplett verdreckt ist. Das seht ihr gleich beim Patronenaufnahmen und allem. Aber ich habe abgetaucht, es gibt ein paar Stellen, da kannst du safe reinspringen. Klappt. Wir haben ein Trampolin dabei, das stellen wir hier oben auf die Klippe. Schau mal, vielleicht kann man ein paar geile Tricks ziehen, vielleicht sogar ein Triple. Und dann schauen wir mal auf jeden Fall, was hier jetzt rausgehauen wird. Exploren wir ein bisschen den Spot, ist richtig geil. Es gibt hier sogar ein paar Höhlen da hinten. Und ja, da hinten gibt es irgendwo ein paar Höhlen. Und ja, ich würde sagen, erheben wir mal kurz die Drohne in die Luft und machen nochmal einen kleinen Deep Check. Also Leute, wir sind jetzt hier am Wasserfall, wie Bene schon gesagt hat. Es hat sich nichts geändert und deswegen habe ich euch das nochmal erzählt. Wow, die kann ja fliegen. Wow. Oh shit, ey, aber das hat nicht nur so hoch ausgeschaut, das ist so hoch. Das sind 6,80. Das ist fast 7. Geil! Leute, der Spot ist fett geil. Wassertemperatur ist schön kalt, ist ein geiler Kontrast für die wunderbaren 35 Grad, die wir hier gerade haben. Aber es ist wirklich wunderschön hier eigentlich. Bis auf, dass das Wasser khaki-braun ist. Aber man kann hier was senden. Wir haben hier gerade eben eine Höhe von 6,80 Meter, haben das Ganze mit dem Maßband abgemessen. Ja, das liegt daran, dass wahrscheinlich der Wasserstand gerade etwas niedriger ist und die Klippe deshalb etwas höher. Allerdings kann man nur an einer bestimmten Stelle springen. Die Stelle ist, nämlich wenn man von da oben kommt. Man kommt von dort, da steht das Trampolin, hier steht Niklas mit der Drohne. Dann kannst du hier langlaufen bis zu dem... Wow! Bis zu dem ersten kleinen Vorsprung hier. Mich hat es gerade fast gelegt, hier war es rutschig. Bis zu dem ersten kleinen Vorsprung, da ist es gerade eben tief genug. Ich weiß nicht, wie es in Zukunft ist, falls irgendjemand mal Bock hat herzukommen. Das ist bei Parzin. Sucht einfach irgendwie auf Google Maps nach dem Fluss hier, nach dem Wasser. Dann findet ihr das ganz easy. Müsst ein bisschen Waldweg, so einen kleinen Feldweg lang fahren. Dann passt das schon einfach mit dem Auto lang. Easy. Dann könnt ihr hier springen, 6,80 Meter. Ja, ich würde sagen, jetzt wird was gesendet. Dann schauen wir mal, was wir heute alles vielleicht Neues ziehen. Vince ist unser Profispringer hier. Der haut vielleicht heute seine erste Frontalbe raus. Und ja, ich würde sagen, Niklas macht vielleicht einen Suki und Nils vielleicht einen Double Back von hier oben. Schauen wir mal, was heute alles so geht. Wie ist es? Geil! Also nach deren Gesichtern zu urteilen, ist das Wasser schön kühl, schöner Kontrast von der Temperatur hier. Also, ich würde sagen, jetzt wird ein bisschen gesprungen. Schauen wir mal, was jetzt alles so geht. Ich sag's zwar schon jetzt zum fünften Mal, aber geil ist es hier. So, es geht an den ersten sketchy Flip für mich heute und auch mein zweiter Flip von hier oben. Ein Castaway von einer Klippe. Das hab's noch nie gemacht. Zum Glück ist es ein Überhang. Allerdings ist es unter dem Überhang nicht ganz tief genug. Das heißt, ich muss irgendwie nach hinten springen. Aber es sollte, ein Meter hinter dem Überhang ist es schon tief genug. Also sollte das Ganze passen mit meinem Sprung. Also, send it. Do it. Okay. 3, 2, 1. Oh, 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 oh,
Runde 3, 2, 1. Was kommt denn? Ja. War auch einer. Ja, Leute. Ich spring auf dich drauf. Schade, Digga, da habe ich nur geguckt und nicht gefilmt. Passiert. Ich ziehe gleich auf jeden Fall auch einen 1,5 Frontflip von hier oben runter. Das ist wirklich scary, weil Deathcheck-mäßig weiß ich nicht, wie das Ganze so ist. Aber Niklas zieht auch seit langem seine höchste Frontalbe von dem Wasserfall hier. Send it, würde ich sagen. Das Wasser ist wirklich herrlich, das ist wirklich unglaublich geil hier. Die Sonne prallt so schön auf die Haut. Es ist so schön warm und mit genug Sonnencreme ist man auch hier geschützt. Vince hat zwar schon einen extremen Sonnenbrand, also wirklich, der ist next level shit, ja, der postet schon. Aber was ich nochmal sagen wollte, was ganz wichtig ist, das sagt auch Riede immer in seinen Videos, taucht die Spots vorher ab. Dieser Spot ist wirklich, da musst du abtauchen, weil da sind wirklich Stellen, wo du denkst, du kannst reinspringen, weil es... Ja, weil du denkst, bei der einen Stelle ist tief genug, dann ist es bei der anderen genauso. Das ist absolut nicht so. Es gibt Stellen, da hast du 2 Meter. Es gibt Stellen, da hast du 1 Meter Tiefe. Und dann gibt es Stellen, da bist du bei 4, 5 Metern schon. Und ja, Anton und ich wollen jetzt einen 1,5 Frontflip ziehen. Synchron. Später stellen wir dann auch noch gleich das Trampolin auf. Aber jetzt erstmal 1,5 Front. Also ein Vorwärtssalto in den Köpfer. Ja, das ist halt ganz wichtig, einen Deep Check zu machen. Weil man will nicht mit dem Kopf in die Steine reinbrausen. Also ist auch ganz wichtig, dass wenn du reingehst, nicht straight bist, sondern möglichst direkt abflachst. Jetzt würde ich sagen, synchroner 1,5 Front. Haben wir einen Gollum in seiner Höhe, der darauf wartet, uns abzuwischen. Was? Komm. Sah das geil aus? Digga, Model. Ich mach das nochmal. Model? Oh, was ein sauberes Wasser. Wow, in Slow Motion. Eigentlich schon mal direkt jetzt ein Like da lassen auf diesem Video dafür, dass Anton diesen Full gesendet hat. Das war sein erster Full einfach von der Klippe. Ein Like und ein Abo da lassen, das wäre einfach geil und verfolgt uns auf die nächsten Cliff Jump Road Trips. Hoffen mal, dass wir geile Videos hochladen können. Freibad, Klippenspringen, Trampolin, kommt alles demnächst immer so online, hoffe ich mal. Und jetzt, ja, macht Niklas auch seinen ersten Havanna von etwas höher. So, Mission für den heutigen ziemlich langen Vlog. Nächste Mission. Double Side Flip von hier runter. Ich habe gerade einen Side Flip getestet, der ging ziemlich gut. Hat Spaß gemacht, gute Flugzeit. Ich habe einen Double erst von 5 Metern gemacht, jetzt von 6,80 Meter. Hoffen wir, dass das Ganze auch klappt. Aber ich bin zuversichtlich und danach würde ich sagen, stellen wir auch schon mal das Trampolin hier hin. Landet! Oh. So Leute, das mit dem Trampolin aufstellen hat nicht ganz so geklappt. Die Sprünge von mir waren irgendwie nicht so nice. Wir haben einfach den falschen Anlauf genommen. Wir haben jetzt gerade einen besseren gefunden, aber es wird einfach schon spät und wir wollen nach Hause was essen. Deshalb war das fürs heute auf jeden Fall die Session. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und ja, wir kommen wahrscheinlich demnächst wieder hier zu diesem Spot. Und dann heißt es, wieder einschalten bei Bene filmt. Bis dann. Servus Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao Leute, haut rein.